schaut, wie es ausschaut, Bayern, wenn wir das herausnehmen, zusammen mit Österreich, mit der Schweiz und Südtirol, ist auf dem Globus vielleicht gar nicht so groß. Aber wenn wir unsere Ankunftszahlen mit rund 103 Millionen Gästen und die Übernachtungszahlen zusammengerechnet mit über 308 Millionen Gästen mal zusammenlegen, dann sind wir haushoch die größte Tourismusdestination weltweit. Da kann uns keiner was. Also da sind wir weit weg, wenn wir uns mal zusammen einrechnen würden. Von daher ist es höchst interessant, mal darüber zu reden, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir komplett unterschiedliche Rahmenbedingungen haben. Österreich geht immer recht forsch voran und setzt all das um, was unsere Unternehmer auch bräuchten. Wir wollen aber auch gucken, wie schaut es in den anderen Ländern aus. Und da bin ich schon ganz gespannt auf unsere Moderatorin des heutigen Tages, auf Marianne Sperb. Marianne Sperb ist die Leiterin der Kulturredaktion der Mittelbayerischen Zeitung. Und falls Sie jetzt denken, vielleicht Kulturredaktion, ist es nicht immer dieser Feuilleton-Teil, den ich mir so als letztes aufhebe und dann vielleicht doch nicht ganz dazu komme zu lesen. Die Frau Sperb, wenn Sie sich damit auseinandersetzen, ist eine ganz tolle Journalistin, die auch wirklich hervorragende Analysen zur Landtagswahl schreibt, die Unternehmerporträts schreibt aus dem Mittelstand und auch Gastro-Tipps in die Zeitung bringt. Also wirklich jemand, Frau Sperb, der unsere Branche kennt, der die Probleme eines Mittelständers kennt und der auch politisch sehr tief verankert ist. Was ich besonders toll fand bei der Vorbereitung auf Sie war, Sie machen auch Selbstversuche. Also wenn Sie in einem Thema nicht so tief drin sind, versuchen Sie auch ein bisschen was. Und das ist jetzt nicht irgendwas, sondern es war im Vorfeld der Olympischen Winterspiele. Da ging es darum, wie denn so Skispringen ist. Und Frau Sperb hat es mal ausprobiert, ist mal so eine Schanze runtergefahren. Und wenn Sie gleich von unseren Problemen hören und was wir alles so erfüllen müssen an Dokumentation, an Bürokratie, an Auflagen und so weiter, vielleicht gewinnen wir Sie ja auch mal für einen Selbstversuch in der Gastronomie bei uns, mal wirklich in eine Wirtschaft mit reingehen, dass Sie wissen, was das für einen kleinen Unternehmer bedeutet. Und ich glaube, da ist auch eine 90-Meter-Chance, nichts dagegen, was das an Belastung ist, was da auf Sie zukäme. Jetzt übergebe ich aber gerne das Wort an Sie. Haben Sie herzlichen Dank. Vielen Dank für die sehr nette Einführung. Es wird viel weniger gefährlich jetzt hier auch bei unserem Thema, auch wenn es uns möglicherweise genauso aufregt. Ich darf jetzt auf die Bühne bitten den Herrn Casimir Platzer aus der Schweiz, Hotelier in Kandersteg. Er führt das Belle Epoque Hotel Victoria mit seiner Frau und ist seit 2014 der Präsident von Gastro Suisse, dem Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz, und in verschiedenen Verbandsgremien tätig. Bei uns ist auch Mario Pulka aus Österreich, der zu uns jetzt hochkommt. Der ist ein Unternehmer, ein Vollblutgastronom, ein Multifunktionär auch. Er hat 2002 von seinen Eltern das Vier-Sterne-Hotel-Restaurant-Residenz Wachau in Axbach an der Donau übernommen und führt es in dritter Generation. Herr Pulka ist auch einer der Gesprächspartner, die außerdem politisch engagiert sind. Manfred Pinsker ist hier aus Südtirol. Der kommt zu uns jetzt nach oben. Er führt mit seiner Frau das Hotel Finschgerhof in Fetzern bei Schlanders und ist seit dem Mai 2013 Präsident vom Südtiroler Hotellerie- und Gastwirtsverband. Er war davor jahrzehntelang politisch engagiert, unter anderem als Senator in Rom, als Mitglied des Europarates und als Mitglied der Versammlung der Westeuropäischen Union. Guido Zöllig, wir haben ihn vorher schon kurz gehört mit einem Grußwort, seit 2007 Direktor des Hotels Neptun in Warnemünde, seit 2016 Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, kommt aus einer Politikerfamilie. Ja, das hat das Feld schon ein bisschen umrissen. Gastronomie hat viel mit Politik und den Rahmenbedingungen zu tun, wie uns das die Frau Inselkammer unter anderem auch vorhin ganz eindrücklich erzählt hat. Ich möchte mal anfangen mit einem Thema, das ich am virulentesten empfunden habe. Gestern Abend bei der Schifffahrt zur Einstimmung auf den heutigen Tag läutet das Handy, ein Gastronom sagt, oh je,
es ist wieder eine Mitarbeiterin ausgefallen und er sagt, an dem Tag, an dem er jetzt hier bei der Tagung ist, ist der erste seit 25 Jahren, an dem sein Unternehmen, sein Betrieb geschlossen haben wird, denn es gibt schlicht niemanden, der seine Aufgabe übernehmen kann an dem Tag. Also Mitarbeitermangel. Bei Ihnen in der Schweiz gibt es ja inzwischen eine Vorschrift, dass Sie Arbeitslosenquote zuerst berücksichtigen müssen, bevor Sie sich um Ersatz bemühen können. Wenn Sie uns schildern, wie das in der Schweiz ist und was Sie vielleicht auch dagegen tun können. Ja, herzlichen Dank, Frau Sperb. Zuerst ganz kurz möchte ich dem Landesgeschäftsführer und der Frau Präsidentin ganz herzlich gratulieren für euer Engagement und für das Herzblut, das ihr hier für die Branche anbringt. Das hat mir Eindruck gemacht, das hat mir gefallen. Ich finde das wirklich toll und wir müssen uns wehren, wir müssen uns einsetzen für die Branche. Also bravo für euch. Das war wirklich toll. Ja, Mitarbeitermangel in der Schweiz, ich glaube, das ist ein globales Problem, auch wenn wir mit anderen Ländern uns absprechen. Es ist nicht mal ein Mitarbeitermangel, sondern es ist ein Fachkräftemangel. Wenn wir unsere Mitglieder fragen, dann ist das eines der größten Herausforderungen für die Branche heute. Und wie Sie gesagt haben, es gibt Betriebe, die nicht mehr aufmachen können, wie sie möchten, weil sie nicht die nötigen Fachkräfte haben. Wir haben seit dem 1. Juli in der Schweiz, wir sind ja sehr eine direkte Demokratie, das war eine Volksabstimmung, eine Volksinitiative, das Volk hat das ganz knapp angenommen. Man will die Einwanderung steuern und daraus ist dann ein Gesetz und eine Verordnung entstanden, die ein totaler bürokratischer Leerlauf ist, vor allem für das Gastgewerbe, auch für die Baubranche, für 3-4 Branchen, die stark betroffen sind, weil wir gezwungen werden, wenn wir zum Beispiel einen Koch suchen, müssen wir die Stelle zuerst beim Arbeitsamt melden. Und dann haben wir eine Wartefrist, eine Sperrfrist von 5 Tagen, bis wir auf dem freien Arbeitsmarkt dann diesen Koch suchen können. Die Arbeitsämter haben keine Fachkräfte und keine Köche, obwohl uns das gesagt wird. Ich hatte selber erlebt diesen Sommer, ich habe am 1. Juli eine Stelle gemeldet, weil es Verzögerungen gab, weil die Administration und Verwaltung ja nicht ganz so schnell arbeitet. Ich habe 17 Tage gewartet, bis ich die Freigabe hatte, dass ich am freien Arbeitsmarkt dann einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin suchen konnte. Also ein totaler Leerlauf, ohne Wirkung. Und ich habe gehört, ihr habt etwas Ähnliches, das sich vorbereitet. Da möchte ich gleich überleiten vielleicht zu Herrn Pulker nach Österreich. Wie ist die Lage dort? Gibt es österreichische Spezifika oder Sonderwege, auch wie man besser umgehen kann damit? Also herzliches Grüß Gott nochmal, vielen Dank auch für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen. Ist sehr imposant und auch sehr schön, hier so viele Kollegen zu sehen. Ja, in Österreich haben wir natürlich ein Spezifikum, das sich gleichsetzt mit allen anderen Ländern in Europa. Auch wir haben ein riesiges Problem mit den Mitarbeitern, weil wir einfach zu wenig Mitarbeiter und auch zu wenig Fachkräfte bekommen. Es mangelt nicht nur am Abwäscher in der Küche, sondern es mangelt natürlich auch am Koch und am Restaurantfachmann. Und das ist ein riesiges Thema, das aber nicht nur jetzt unsere Branche speziell betrifft, sondern alle Branchen betrifft. Wir haben einfach einen riesengroßen Facharbeitermangel. Und unsere Branche, kann man sagen, ist in den letzten 10 Jahren von 180.000 Mitarbeitern auf 250.000 Mitarbeiter angewachsen. Und daraus ergibt sich natürlich auch dieser große Mangel an Mitarbeitern, weil der Markt das einfach nicht nachvollziehen kann und weil es am Markt einfach nicht so viele Mitarbeiter gibt, die wir brauchen, weil alle Branchen stark wachsen. Und das ist natürlich auch ein Thema mit der Demografie und das ist natürlich auch ein Problem mit den geburtenschwachen Jahrgängen, die wir haben. Und das alles summiert sich natürlich dorthin, dass wir alle händeringend gute Mitarbeiter suchen. Und das ist ein Problem, ja.
Wäre denn, gibt es denn neue Wege von kreativer Mitarbeitersuche? Ich stelle die Frage Richtung Südtirol, wo ein Zusatzproblem oder ein Zusatzumstand dazu kommt, dass in Südtirol auch die Toleranz gegenüber Touristen gerade dabei ist, ein schwieriges Verhältnis zu bekommen. Ja, kreative Mitarbeitersuche, auch Akzeptanz von Tourismus bei der Bevölkerung. Vielleicht geben Sie uns einen kurzen Eindruck davon. Jawohl, gerne. Es sind zwei Fragen. Wir versuchen aufgrund der Vorgaben kurz zu bleiben. Vorab schließe ich mich den Grußworten und den Respektwort meines Kollegen Kasi an, an eure Präsidentin und an den Landesgeschäftsführer. Die Reden, die wir gehört haben, wir können was lernen von euch, also mit dieser Leidenschaft. Aber ich habe sie schon mal erlebt, liebe Präsidentin, bei einem Bundestag der DEHOGA in Berlin. Da war sie auch Teil einer Podiumsdiskussion. Mein lieber Schwan, da ist die Post abgegangen. Auf alle Fälle, das brauchen wir. Wir brauchen Leute an vorderster Front, die sich auch getrauen und unsere Problematik täglich im eigenen Betrieb leben. Ich kenne sogar auch den Betrieb, den Brauereigasthof Eing, habe dort schon geschlafen, öfters gegessen und ich weiß, was da dahinter steckt. Und das ist auch die Herausforderung, die wir als Funktionäre anzugehen haben, uns selber der Verantwortung zu stellen, Verantwortung zu übernehmen. Dann werden wir auch Erfolg haben. Sorry für diese Einleitung. Overtourism, ein Thema, das uns ganz stark beschäftigt in Südtirol. Leider Gottes müssen wir uns gerade aufgrund der Tatsachen, dass an und für sich sollten wir uns ja nicht schämen, dass wir tolle Statistiken aufweisen können und dass wir dazu beitragen, dass es dem Land und anderen Sektoren gut geht. Aber in einigen Talschaften, sagen wir, in einigen Gebieten ist das Verhältnis zwischen Hotelbetten und Einwohnern ein bisschen ins Schwanken geraten. Und deshalb kommt die große Diskussion auf, weil sonst haben Sie ja teilweise unseren grünen Experten nichts zu tun, als was jetzt die Thematik des zu viel Tourismus aufzuwerfen. Aber wir müssen uns dieser Diskussion stellen. Wir stellen sie auch sehr gerne und versuchen natürlich einige Dinge schon klarzustellen. Was wäre Südtirol? Was wäre Tirol, kann ich auch sagen. Was wäre Südtirol, wenn es nicht einen florierenden Tourismus hätte und nicht so viele bayerische Gäste? Das können wir auch dazu sagen, in Klammer gesagt. Fachkräftemangel, wir arbeiten natürlich ganz stark mit unseren Hotelfachschulen. Wir haben 5 an der Zahl im Land. Ich kann sagen, dass wir unsere Hotelfachschulen immer total voll sind. Also die jungen Leute gehen in die Hotelfachschulen, weil es eine tolle Allgemeinbildung hat, eine tolle allgemeine Ausbildung geboten wird. Das Problem ist eher dann, die Leute bei der Stange zu halten, wenn ich das so ausdrücken kann. Wir haben eine Umfrage gemacht, ganz interessant, 5 Jahre nachdem die Schüler das Abitur gemacht haben, raus von der Hotelfachschule, eine Befragung gemacht. Nach 5 Jahren Abgang aus der Schule waren immer noch 70% der Abgänger im Sektor dabei und 90% haben geantwortet, dass sie nach wie vor nochmals, wenn sie nochmal entscheiden können, dieselbe Schule machen will. Das zeichnet uns aus, zeichnet unsere Schulen aus. Was wir noch machen, und da sind wir ganz stark drauf, auch unter ganz ungünstigen Voraussetzungen, habe keine Zeit ins Detail zu gehen, aber wir versuchen vor allem Lehrlinge zu gewinnen. Wir brauchen Lehrlinge in unserem Bereich, wir brauchen Fachkräfte morgen und dafür müssen wir einfach heute ganz stark die Lehrlinge in unsere Betriebe, Service, Rezeption, aber auch Küche in allen Bereichen reinholen. Das gelingt uns, nochmal wie gesagt, unter ganz unmöglichen Voraussetzungen, 13., 14. Monatsgehalt, eine Abfertigung, Schulgeld und so weiter. Bei mir ist jetzt ein Lehrling Ende der Saison rausgegangen, 4.800 Euro netto am letzten Zahltag bekommen für das Schulgeld und so weiter. Unmögliche Voraussetzungen, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen morgen Fachkräfte. Deshalb setzen wir ganz stark auf die Lehrlingsausbildung, duale Ausbildung, Schule und Praxis. Ja, Overtourism, also manchmal kommt es einem vor, als ob
die Menschen sagen, oder ob die Stadtbewohner sagen würden, liebe mich, aber bitte von fern, nicht aus der Nähe kommen, nicht zu mir. Vor dem Hintergrund, gerade die Hotellerie und die Gastronomie ist eine Branche, die sehr stark dem gerecht wird, was die neu geschaffenen Heimatministerien und Heimatminister sich auch ganz groß auf die Fahne schreiben, nämlich Lebensqualität in der Fläche, gleiche Verhältnisse überall, auch auf dem Land. Das ist doch tatsächlich ganz stark ein Plus von dieser Branche. Gelingt es auch genügend, in der Politik das bewusst zu machen, beziehungsweise wie könnte man mit diesem Fund mehr wuchern? Also das ist das, was wir heute auch bei den Vorträgen hier, bei den Reden schon gehört haben, das Thema der Wertschätzung unserer Branche, dafür, wo wir wirklich stehen, nämlich nicht nur dafür, dass wir als Jobmotor funktionieren. Wir beschäftigen immerhin schon 300.000 Menschen mehr als noch vor 10 Jahren. Das ist in absoluten Zahlen und in Prozentzahlen die höchste Steigerung aller deutschen Wirtschaftsbranchen. Also so viel nur dazu, dass wir auch immer wieder neue Mitarbeiter finden, selbst wenn es unheimlich schwer ist. Aber wir sind natürlich so ein bisschen, wie ich immer gerne sage, das öffentliche Wohnzimmer. Also hier wird sich getroffen in unseren Gasthäusern, in unseren Restaurants, in den Wirtschaften. Da kehrt man ein, da ist man zu Hause, da kennt man sich und da diskutiert man miteinander. Und um das zu unterstreichen, haben wir vor 2 Jahren einen Studienauftrag gegeben als DEHOGA Bundesverband, die genau diese gesellschaftliche Rolle unserer Branche nochmal unterstreicht. Viele, viele interessante Details drin. Das geht so weit, dass sich junge Menschen ganz bewusst für einen Wohnort entscheiden und vorher schauen, was ist denn da los an kulturellen Leben, an gastronomischem Leben und macht es Spaß, dort den Alltag zu verleben. Also insofern sind wir an vielen, vielen Fronten mit unseren Angeboten unterwegs. Das versuchen wir in die Köpfe der handelnden Person zu bekommen, aber eben auch der Gesellschaft zu bekommen, denn wir alle sind Bestandteil dieser Gesellschaft und wir alle sind diejenigen, die es nach draußen noch stärker dokumentieren müssen und die durchaus stolz sein dürfen auf das, was sie da leisten. Denn als gute Gastgeber haben wir manchmal verlernt zu sagen, wie gut wir eigentlich sind. Das stellen wir oft hinten an, das ist eine Selbstverständlichkeit und das kehrt man sich nicht so nach außen und dafür sind wir als Verbände dann gerne da, das mal aufzupolieren. Wie gut die Hotellerie und die Gastronomie in der Schweiz ist, das ist, glaube ich, schon bekannt. Sie wird aber auch verbunden mit dem Image, das ist auch sehr teuer. Es gab 2016 eine Kampagne von Ihnen, Stopp der Hochpreisinsel. Es gibt, wie gesagt, dieses Image, dass die Schweiz sehr teuer ist. Die Schweiz verliert auch ausländische Gäste. Wie gehen Sie mit der Herausforderung um? Ja, wir haben im 2017 eine Trendwende geschafft, nachdem wir, das Problem war in erster Linie die schwache Wirtschaft, nicht in Deutschland, aber im ganzen EU-Raum und der schwache Euro oder der sehr starke Franken und dadurch hat sich unser Preisgefüge, unsere Angebote haben sich von praktisch innerhalb von kürzester Zeit um etwa 30% verteuert und wir waren vorher schon nicht ganz billig. Wir haben aber nicht nur auf der Einnahmeseite haben wir diese Herausforderungen, sondern eben auch auf der Kostenseite. Der Kostendruck in der Schweiz ist enorm. Der Branchendurchschnitt für die Löhne, also die Lohnkosten im Verhältnis zum Umsatz, sind bei uns zwischen 46% und 47% vom Umsatz. Die Warenkosten zwischen 25 und 30, also wir sind nach diesen Prime Costs, nach diesen beiden großen Kostenblöcke, sind wir zwischen 75% und 80%. Ingrid Hartges hat mir mal gesagt, in Deutschland wäre das klinisch tot. Und wir müssen uns mit diesen Kosten herumschlagen. Also eigentlich können wir die Preise, die wir bei diesen Kosten haben müssten, gar nicht verlangen, weil wir in einem globalen Markt sind. Wir setzen uns ein mit verschiedenen Aktionen und eine davon ist eben dieses politische Instrument einer Volksinitiative. Die haben wir eingereicht. Man braucht etwas über 100.000 Unterschriften und die will sich einsetzen, um in diesem Kostenblock Verbesserungen herzubringen. Die Initiative heißt Fairpreis-Initiative und möchte im Einkauf bei den Investitionsgütern die Preissituation verbessern. Und etwas, was mich sehr gefreut hat, ist Ihr Engagement. Ich
gleiche Steuern für alle Essen. Wir haben das in der Schweiz schon durchgespielt, 2014. Wir hatten als Branchenverband eine Volksinitiative eingereicht. Das war unsere erste. Die Fairpreis-Initiative ist unsere zweite. Leider, und dort war auch die Forderung, dass die Mehrwertsteuer für alle Essen gleich ist, aber natürlich nicht den höheren Satz, sondern eben für alle Essen, die im Detailhandel, in den Takeaways verkauft werden, aber auch in der Gastronomie zum tieferen Satz. Und leider hat das Schweizer Volk das abgelehnt. Aber wir hoffen natürlich, dass Sie das in Deutschland schaffen, weil dann haben wir auch wieder ein Argument, dass wir das in der Schweiz dann auch nochmals versuchen werden. Ja. Das ist eine besondere Initiative aus der Schweiz zu einem Problem oder einer Fragestellung, die alle Gastronomen und Hoteliers ja teilen. Die Österreich hat ein paar Besonderheiten. Und zwar einerseits zum Beispiel darf in den Wirtshäusern nach wie vor geraucht werden. Das kann ein Gewinn sein oder ein Hemmnis. Die Akzeptanz wechselt ja auch. Bei Ihnen brauchen die Wirte auch einen Befähigungsnachweis. Wenn Sie da uns ein bisschen erklären, was Sie unterscheidet und wo der Gewinn ist und wo die Nachteile auch sind. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die letzte Regierung mit uns ja nicht so gut umgegangen ist, mit der Gastronomie und der Hotellerie. Wir haben ja damals eine Steuererhöhung gehabt auf die Logis von 10% auf 13%. Die letzte Regierung ist ja kläglich gescheitert und die neue Regierung, die FPÖ und die ÖVP, sind sehr wirtschaftsfreundlich. Wir als Interessensvertretung haben einen sehr, sehr guten Zugang, sowohl zum Kanzler direkt als auch zum Vizekanzler direkt, haben auch Abgeordnete aus unserem Bereich im Parlament sitzen. Und die Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut und der erste Schritt ist getan und ab nächsten Monat haben wir die Mehrwertsteuersenkung wieder. Wir sind wieder zurück von 13% auf 10% und ein großes Anliegen war unserem Vizekanzler, dass man weiterhin diese Freiheit des Unternehmers auch leben kann und dass jeder Gastwirt für sich selbst entscheiden soll, will er ein Raucherlokal, will er ein Mischlokal oder will er ein Nichtraucherlokal führen. Da waren wir federführend, wir haben ihn da sehr unterstützt und es hat es zu Koalitionsbedingungen auch gemacht und daher haben wir es geschafft, dass bei uns in Österreich in den Gastronomiebetrieben wieder jeder Unternehmer selbst entscheiden kann, ob er rauchen lassen will oder ob er nicht rauchen lassen will. Und Freiheit, ja. Und ja, das kommt natürlich gut an. Es gibt natürlich divergierende Meinungen dazu, weil viele sehen natürlich auch einen Wettbewerbsnachteil. Sie wissen es, jedem recht zu tun ist ein Ding, das nicht funktioniert. Aber wir sind mit dieser Regierung sehr, sehr zufrieden, haben einen sehr, sehr guten Zugang. Die Kommunikation klappt hervorragend. Und wenn man schaut, wir haben das letzte Mal gehabt 3 Zeilen im Regierungsprogramm bei der letzten Regierung über den Tourismus und haben dieses Mal 9 Seiten. Und wir waren im Vorhinein schon vor der Regierungsbildung in den Arbeitsgruppen eingebunden, wo wir einbringen konnten, was die wichtigen Themen für uns sind. Und wir hatten erst vorige Woche wieder ein Gespräch mit den Regierungsspitzen, wo man 2020 dann die nächsten Steuersenkungen für unseren Bereich uns bereits sozusagen fast versprochen hat. Ja. Da geht es auch um die Abschreibungsdauer und dergleichen. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich jede Menge Probleme noch. Aber wir sind glücklich eigentlich, dass es jetzt so ist, wie es ist und hoffen auch, dass diese Regierung nicht nur diese Periode hält, sondern auch eine weitere Periode hält. Denn es gibt diesen Masterplan, dass das 10 Jahre halten soll, diese Koalition, um Österreich wieder nach vorne zu bringen, dort, wo wir hingehören. Das hat er schon gemacht, ja. Aber ich glaube, sie hört nicht wirklich zu. Ja, Herr Pinsker, Fachkräfte und Mitarbeitermangel, auch steuerliche Fragen sind Problemfelder und als drittes Problemfeld die Bürokratie. Also ich glaube, da kann jeder Gastronom bizarre Geschichten erzählen. Es gibt ein Buch, das sehr kämpferisch als Frontbericht von der Gastrofront auch recht deutlich macht, vom Günter Hager heißt er, glaube ich, Gastrofucking, hat er das sehr provozierend genannt. Sie waren ja sehr stark politisch unterwegs. Gelingt es Ihnen besser, haben Sie mehr Zugang zur Politik, um diese Auswüchse, wo jeder sagt, es kann eigentlich gar nicht möglich sein, zu kontrollieren? Oder warum ist es so schwierig? Ja, schwierig. Schwierig ist natürlich das Stichwort. Wir treffen uns ja morgen übermorgen, wo? In Krakau, über die Europäische Hotelvereinigung, wo wir ja jährlich 2-mal zusammenkommen. Und bis dato war ich auch im Exekutivausschuss dieser Europäischen Hotelvereinigung. Und da stellt man immer wieder fest bei sämtlichen Diskussionen, also wir haben einfach zu viele Leute,
die ja, am Schreibtisch sitzen und anschaffen. Es ist einfach Brüssel da, das ist teilweise einfach ganz fern der Realität sitzt, das kann man drehen und wenden, wie man will, es ist halt so. Ne? Ich habe selber in Brüssel gearbeitet, weiß, was es heißt und weiß auch, wie man damit umgeht. Man geht fremd um. Dann haben wir natürlich noch die staatliche Kompetenz, dann bei euch die Landeskompetenz, die wir auch haben, dann haben wir noch die Kommunen, dann haben wir noch die Sanität, dann haben wir noch die Finanzpolizei und so weiter und so fort. Wir sind als Unternehmer viel zu vielen Kontrollen ausgesetzt und das kriegt man, kann man ganz offen sagen, auch in dieser Runde große Versprechungen machen, ganz, ganz schwer in Kontrolle. Das wissen wir, wir arbeiten alle daran und versuchen natürlich zumindest auf europäischer Ebene Einfluss zu nehmen, dass es so unternehmerfreundlich wie nur möglich gestaltet wird. Nochmal, sehr schwierig. Wir sind froh in Südtirol, bin ja da als Vertreter meines Heimatlandes Südtirols, wir sind froh, dass wir fast alle Kompetenzen von Rom nach Bozen geholt haben und selbst entscheiden. Nicht? Wir entscheiden mittlerweile bis auf wenige Dinge, Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Einkommensteuer, muss man auch sagen, liegt noch unten, aber Immobiliensteuer und andere Abgaben und so weiter, das entscheiden wir im Land selbst. Wir haben einen Landeshauptmann, der übrigens da in eurer Zeitung ganz einen tollen Bericht geschrieben hat, habe ich nachgelesen, letzthin, nicht, ein Landeshauptmann, der das Verständnis hat, wie eure Politiker auch, wir haben einen sehr guten Zugang, brauchen nicht wiederholen, aber das ist einfach die Voraussetzung, dass wir unseren Stellenwert uns der Diskussion stellen, unsere Problematik aufzeigen und dann schlussendlich auch mit Argumenten und im Gespräch, im Dialog versuchen umzusetzen. Und dafür braucht es auch, das darf ich auch sagen, die Rückendeckung der Mitglieder. Nicht? Unser Verband, wir, wenn ich das schnell sagen darf, wir sind eine kleine Realität, wir sind nicht gerade Aying, wir sind gerade nicht einmal ein Vorort von München mit 530.000 Einwohnern, ist ganz klar. Nicht? Wir haben in Südtirol mittlerweile eine 7,3 Millionen Ankünfte, 35 Millionen Nächtigungen, also touristisch schon eine Kraft mit 10.000 Beherbergungsbetrieben. In unserem Verband sind 5.000 angesiedelt. Wir versuchen natürlich Politik zu machen, die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir für unsere Betriebe das Beste rausholen, das, was ihr in Bayern macht, das, was du, lieber Guido, in Berlin machen musst und alle, wie wir da sitzen, aber dass wir sagen können, es sind wesentlich Verbesserungen erreicht worden. Wir sind noch weit entfernt, damit wir eigentlich wieder das machen können, zu dem wir eigentlich geboren sind, Gastgeber. Wir wollen Gastgeber sein und nicht dauernd im Büro sitzen und aufarbeiten, sondern dass wir uns mit unseren Gästen unterhalten können. Das wäre wiederum also das, was wir jetzt als Verband ganz stark anstreben. Die zweite Frage, glaube ich, habe ich schon vorher ein bisschen was gesagt zu den Fachkräften, sonst bin ich eh zu lang, gell? Sorry, nicht, weil Sie schimpfen kann. Gell? Nein, ich würde Ihnen gern länger zuhören und es ist tatsächlich, kann es da in die Tiefe gehen. Es ist eine kleine Tour, ein kleines Bild, was die wichtigsten Punkte sind, die einen bewegen. Aber jetzt vielleicht an Sie noch, Herr Zöllig. Sie haben es ja jetzt gerade schon beschworen auch. Wir müssen gemeinsam mehr tun. Welche Möglichkeiten hat man, um als Verband auch über Ländergrenzen hinweg im deutschsprachigen Raum noch stärker aufzutreten? Sie sind ja noch nicht so lange Bundesvorsitzender und haben noch Ziele. Selbstverständlich haben wir Ziele, aber das hat auch nichts damit zu tun, wie lange wir welche Aufgabe machen. Und ich glaube, wenn man das hier mitbekommt, dann weiß man auch, dass die Ziele durchaus richtig und wichtig sind, weil wir die Motivation bekommen von unseren Mitgliedern, weil wir selber im eigenen Geschehen tagtäglich merken, dass es dann eine Menge Ungereimtheiten gibt, die es zu bewerkstelligen gibt. Und wenn ich dann mit so tollen Kollegen, die alle für sich genommen wahrscheinlich sehr viel mehr Erfahrung haben als ich, zusammenarbeiten darf, dann lerne ich davon, dann lerne ich für unser Land, für Deutschland davon und dann kommt es zu solchen Situationen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Wir lernen vielleicht im Moment gerade von Österreich, wie man es gut machen kann, was das Arbeitszeitkorsett angeht. Die Schweiz hofft auf uns, dass wir bei der Mehrwertsteuer für die Gastronomie erfolgreich sind und hilft uns natürlich auch mit Argumenten, hilft uns auch mit der Schilderung, wie
wie es im eigenen Land vonstatten geht. Aus Südtirol können wir lernen, wie man damit umgeht, ganz viele Touristen zu haben und die Bevölkerung hinter sich zu bekommen. Auf der anderen Seite aber auch, was die Verbandsstruktur angeht, denn es gibt, glaube ich, keinen Verband in unserer Familie, der so gut organisiert und strukturiert ist, wie das in Südtirol der Fall ist. Also da muss man wirklich sagen, da ist ja das einzelne Mitglied auch wirklich stolz auf seinen Verband und schon fast zwingend Mitglied im Verband. Das ist das, was Präsidentin Inselkammer hier vorhin angesprochen hat. Wir müssen viel stolzer auf unsere Arbeit sein. Wir müssen uns wirklich dazu verpflichten, auch unseren Nachbar mal anzusprechen und zu sagen, du hör zu, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir es gemeinsam tun, weil alleine sind wir alle viel zu klein. Wenn wir es gemeinsam machen, dann läuft das auch. Und das gilt auf Europaebene genau wie in Deutschland. Und das gilt mit den bundesdeutschen Ländern genauso wie auf Bundesebene. Also insofern, ich bin da ganz optimistisch. Wir haben schon eine ganze Menge erreicht. Wir haben eine ganze Menge an Gefechten geführt, die wir auch durchaus erfolgreich geführt haben. Und trotzdem fordert man uns immer weiter. Und das ist also so ein ständiges Geben und Nehmen. Und jetzt werden wir mal schauen, mit der bayerischen Unterstützung sind wir in Berlin schon ganz gut vorangekommen. Das werden auch andere Länder weiter tun. Und dann können wir auch gemeinsam irgendwann Erfolge einfahren, die ich bis jetzt auf meiner Agenda noch nicht so groß habe. Und da arbeite ich aber dran, aber das verspreche ich schon. Ja, dann wollen Sie das vielleicht auch als Botschaft dieses Tages neben den vielen Informationen und ganz praktischen Tipps mitnehmen, dass man zusammen im Verband oder auch in der Zusammenarbeit verschiedener Verbände die großen Felder angehen kann und da erreichen kann, dass die Rahmenbedingungen für Gastronomie und Hotellerie angemessen sind. Gut, dann vielen Dank und wir haben eine kleine Pause, bevor es dann weitergeht mit einem, ohne Pause geht es gleich weiter mit einem Vortrag von Moritz Freiherr Knigge, der, aus dem man vielleicht mitnehmen kann, wie man auch gut mit Mitarbeitern umgeht, vor dem Hinweis, wie kostbar die sind in der Branche. Liebe Frau Sperb, ich danke Ihnen.